Im Jahre 1932 führte das australische Militär einen Krieg gegen ein Emu-Heer. Mit mäßigem Erfolg. Wie es dazu gekommen ist, erfahrt ihr in diesem Video. Moment! Die Star Wars-Anspielung hatten wir doch schon bei dem Hornissen-Video. Ist doch egal. Die Original-Star Wars-Filme sind doch auch immer das Gleiche. Echt? Da stehen die Leute drauf. Na gut. Dann müsst ihr euch jetzt eben gelbe Buchstaben anschauen, die durch unser Intro fliegen. Liebe Militärhistorikerinnen und Volksläufer, liebe Guerillas, hallo Aasfresser. Heute geht es um ein historisches Ereignis, das die Menschen gern unter den Teppich kehren würden. Aber das lassen wir nicht zu. Gleich erfahrt ihr, wie sich die Emus gegen die Menschen geschlagen haben. Aber zuerst müssen wir euch erklären, was ein Emu überhaupt ist. Nämlich eine elektrische Kuh. Es heißt der Emu, nicht die Emu. Dann eben ein elektrischer Bulle. Da kennt sich selbst unser Praktikant Eddie besser aus. Hey. Er stellt euch den Emu vor. Der Emu ist die australische Antwort auf den Vogel Strauß. Er ist sogar in unserem Wappen abgebildet. Tatsächlich haben Emus und Schnabeltiere viel gemeinsam. Wir haben beide einen Schnabel und legen beide Eier und leben in Australien. Aber da hört's dann auch auf. Mit Emus ist nicht zu spaßen. Sie können sehr kraftvoll zutreten und der Schnabel ist auch nicht gerade für gute Nachtküsse konstruiert. Und wie kam es nun zu diesem Krieg? Emus sind eigentlich Einzelgänger, aber wenn es zu Wassermangel kommt, rotten sie sich zu größeren Verbänden zusammen und bei einer Dürre kann es passieren, dass daraus Herden von bis zu 100.000 Tieren entstehen. Na und? Die haben Hunger. Na und? Was würdest du machen, wenn du ein Weizenfarmer wärst und eine Horde von 20.000 Fressmaschinen auf deine Felder zumarschiert? Naja, auf den Weizen pfeifen und die Emus essen. Nun, 1932 haben sich die Farmer an die australische Regierung gewandt und um Hilfe gebeten. Und so begann der Emu-War! 1. November. Major Meredith führt eine kleine Einheit Artilleriesoldaten mit 10.000 Schuss Munition ins Feld. Ins Feld! 3. November. Beginn der Kampfhandlungen. Erste Schüsse fallen in der Nähe von Campion, Western Australia. Doch obwohl die Menschen mit automatischen Waffen kämpfen, bleiben die Verluste auf Seiten der Emus gering. Die Vögel sind einfach zu schnell und wendig. Selbst mit Maschinengewehren auf Pickups habt ihr Menschen keine Chance. 8. November. Die Soldaten haben bisher 2500 Schüsse abgefeuert, doch nur 200 Emus ließen ihr Leben. Meredith bricht den Einsatz vorerst ab. 13. November. Die Menschen eröffnen erneut das Feuer. Erfolge bleiben aus. 15. November. Die Emus ändern ihre Taktik. Sie teilen Späher ein, die den Rest der Herde warnen. An diesem Tag wird kein einziger Vogel getötet. 2. Dezember. Der Krieg tobt nun schon seit einem Monat. Die Vögel sind immer noch tausendfach in der Überzahl und inzwischen ziemlich satt. 10. Dezember. Die Menschen ziehen sich zurück. Weniger als 1000 Emus haben ihr Leben gelassen, die restlichen 95% sind entkommen. Und wie waren die Verluste auf Seiten der Menschen? Da haben alle überlebt. Aber der wirtschaftliche Schaden war immens. Auch weil die Kampfhandlungen größtenteils auf den Weizenfeldern stattgefunden haben, die die Soldaten eigentlich beschützen sollten. Also für beide Seiten eher unbefriedigend ausgegangen. Die Emus warten verborgen im australischen Outback auf den Tag der Vergeltung. Das Emu-Perium schlägt zurück. Deshalb haben die Menschen in den 50er Jahren einen 200 Kilometer langen Schutzzaun errichtet. We will have a wall, it will be a great wall. Tja. Hätten die Emus mal nicht den Flugunterricht geschwänzt.